So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator und wir beginnen heute erstmal damit, diesen PC, der für Photoshop ausgelegt ist, oder mehr oder weniger ausgelegt ist, zu bauen. Und da haben auch noch einen weiteren Auftrag vor uns, für den wir eigentlich schon mehr oder weniger die Hardware da haben, nur noch nicht den PC an sich. Aber dazu kommen wir später. Jetzt ist erstmal dieser PC hier dran. Und ihr seht, wir haben momentan nie so super viel Geld in Game. Was auch ein paar gute Gründe hat. Wir haben vor ein paar Parts die Story damit abgeschlossen, dass wir für ein Event $30.000 in-game ausgegeben haben, weil eigentlich zu dem Zeitpunkt die Story dort geendet hat. Seit einem Update gibt es leider aber mehr, also was heißt leider, gibt es aber mehr Story-Sachen und deswegen, ja gut, nicht wirklich Story-Sachen, aber mehr Level. Und deswegen müssen wir jetzt noch ein bisschen weitermachen und arbeiten uns wieder ganz, ganz langsam den Weg hoch, wie wir es schon ein paar Mal gemacht haben, von ganz wenig Geld zu hoffentlich wieder ein bisschen mehr, wo wir uns dann auch ein paar größere Aufträge leisten können. Denn momentan müssen wir da ja auf jeden Cent schauen. Was wollten wir als Kühlung? Das war doch irgendwie... Oh nein, der passt da nicht. Schade. Gut, dann nehmen wir halt den hier. Habe ich aber auch nicht vorher gecheckt, hätte ich vielleicht machen sollen. Das war das Netzteil, ne? Ich glaube, für den anderen PC brauchen wir hoffentlich kein Netzteil. Das war ja da aber auch weniger Neubau als hier. So, da haben wir noch eine 1 TB HDD von Seagate. Dann schließen wir dann noch einen Gehäuselüfter mal kurz an. Und dann sind wir eigentlich mit diesem PC theoretisch soweit fertig. Gut, wir könnten noch ein paar Lüfter hinzufügen, aber müssen wir jetzt nicht wirklich. Ist ein sehr, sehr schneller und simpler Bild. Auch wenn das hier mit dem Kabel echt nicht so super schön ist. Dass man das hier vorne durchgefriemelt hat. Naja, ist okay. So, PC ist... Photoshop ready auf jeden Fall. Wir schauen trotzdem natürlich nochmal, dass wir uns um ein paar Kleinigkeiten kümmern. Ich weiß nicht, ob wir 3D-Mark... Oh, das wollte ich gar nicht. Ob wir 3D-Mark überhaupt drauf laufen lassen, aber mal gucken, vielleicht machen wir das. Vielleicht auch nicht. Stimmt, wir könnten es laufen lassen und dann einfach rausgehen, den nächsten Tag starten und dann haben wir ja direkt das Ergebnis. Das wäre eine Möglichkeit. So. Jetzt aber erstmal ein bisschen übertakten. Wir müssen auch schauen, dass wir bei der CPU was machen. Ich glaube, das machen wir sogar mal zuerst. Sekunde. Das geht da ja eigentlich grundsätzlich recht schnell. So, 3600 vielleicht nicht ganz. Vielleicht schaffen wir aber 3466. So, hier können wir mal 4,65 probieren. So. Ja, 46 Idle sind ganz okay. Das sollten wir schaffen. Vielleicht können wir sogar auf 4,7 GHz gehen. Ah, 20 Grad hätten wir noch Spielraum. Das sollte eigentlich gehen. Außer wir haben jetzt einen riesigen Sprung in den Temperaturen. Aber das können wir nur ausprobieren. Okay, ja, haben wir. Wahrscheinlich einen zu großen Sprung, als dass es... noch im Rahmen ist. Oh doch, doch, sogar, wow, es ist sogar noch im Rahmen drin. Wir sind zwar bei 96, 97 Grad, was echt nicht mehr angenehm ist, aber also zumindest, wenn wir noch ein bisschen hier übertakten. Aber es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte.
Hab mit Schlimmerem gerechnet, wenn ich ehrlich bin. So, okay, nein, 2000 macht er hier nicht mit. Schade. Da hatte ich doch schon Hoffnung. Wohl vielleicht, wenn wir hier ein bisschen nach unten gehen. Sagen wir hier mal 1600. Wie wäre es damit? 55 Idle. Könnte knapp werden, aber vielleicht reicht's noch. Okay, ja. So ein bisschen kleinschrittig nach oben gehen, bis es eben zu viel wird. Grad. Okay. Es ist sogar mehr Spielraum, als ich gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin, wieder mal. Aber das ist ja was Gutes. So, das heißt hier 5 MHz weniger wieder. Und wir lassen hier mal 3D Mark einfach so durchlaufen. Kommen morgen zurück und dann sollte 3D Mark fertig sein. Vorher schauen wir hier nochmal rein. Gut, das hatten wir alles gekauft. Auftrag war auch angenommen, ne? Das war... der hier. Okay, ja, der hier. Ja gut, für den weiteren Auftrag hätten wir nicht wirklich Geld. Wir hätten jetzt natürlich nur den wir da drüben haben, den PC schon abschließen können. Einen Auftrag und dann noch einen anderen anfangen, aber das ist jetzt nicht so super schlimm für uns. Wir hätten sowieso nicht mehr alle in unserer E-Mail-Liste da hinbekommen. So, erstmal sollten wir hier upgraden auf 16 GB. Das ist, geht aber nicht so gut mit dem Kühler einher. Kriegen wir den jetzt wieder drauf oder müssen wir das abändern? Das würde mir nicht so sehr gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ne? Juhu. Können auch nicht gerade einfach einen anderen nehmen. Weil die wahrscheinlich ja alle auch nicht wollen. Aber was ist denn das für ein beschissenes Mainboard? Okay, der hier würde gehen. Der ist aber allerdings nicht neu. Aber neue Hardware war nicht zwingend. Nein. Du wolltest aber was von Colorful haben. Kriegst du auch. Aber wahrscheinlich nicht das, was du erwartet hättest. Sekunde, haben wir eigentlich noch einen anderen, andersfarbigen CPU-Kühler? Als den. Nicht wirklich einen, den wir einbauen können. Okay, dann ändern wir auch einfach gerade mal aus Nettigkeit die Kabel. So, kriegst gelb. Wo haben wir es hier? Ja gut, so viel Auswahl haben wir da nicht. Nehmen wir einfach mal die hier. Gut, die hätte ich eigentlich nicht anschließen müssen. Oh, ich habe aber gar nicht so sehr darauf geachtet, ob wir überhaupt genug Stromanschlüsse haben werden für die 3090. Hier. Ah doch, okay, reicht. Zumindest in der Theorie, in der Praxis, das sehen wir dann gleich. So, du brauchst auf jeden Fall RGB-Software. Hast du noch Viren da drauf? Ja, hast du. Das heißt, diesmal vergessen wir auch nicht den Virenscanner. So, wie ist es hier eigentlich gelaufen? 6758 Punkte. Ja, das ist doch eigentlich ganz solide. Ich meine, das ist kein High-End-PC oder so. Gut, wir haben halt vor allem bei der Grafikkarte gespart, aber das ist
auch nicht der Hauptpunkt dieses PCs. Bin ich für Gaming gedacht. Deswegen ist das total okay, dass wir da bei der Grafikkarte ein bisschen gespart haben. Das ist nicht das Wichtigste bei einem PC für Photoshop. Auch wenn Hardwarebeschleunigung da schon grundsätzlich auch eine Sache ist, die man haben sollte. Aber solange wir da nicht so super viel Geld haben, ist da leider nicht irgendwie eine 2060 oder 3060 oder irgendwas Vergleichbares drin. Ja, danke. Ich wollte gerade schon sagen, das dauert ewig immer, wenn man hier keine superschnelle M2 drin hat. So, wir bleiben mal hierbei. Weil es farblich einfach besser passt. Und kümmern uns dann auch noch um die Viren. So, wie viele Punkte müssen wir erreichen? 13.272. Das könnte hier schwierig werden. Obwohl, wir haben 10.700. Und wir haben letztens ja mit einem 10.700K relativ... Obwohl, nee, es war sogar nur ein 8.700. Und der 10.700K war ein anderes System. Wir haben mit einem 8.700 und zwei 1080 Ti's so super viel hinbekommen. Dann sollten wir das jetzt auch mit einem 10.700 hinkriegen. So, machen wir mal so. Und so. Okay, das geht noch klar. 1400. Ja, 1500. Wow. Gut, dann will ich jetzt hier in kleineren Schritten nach oben. Okay, okay, ja, ich habe es ja schon verstanden. Ist das Limit. Ist gut, PC. Gut, dann müssen wir hier nicht mehr wirklich was machen. Gut, ich hätte gerade vielleicht noch nach dem RAM schauen können, dass wir den gleich ein bisschen übertakten. Der lief auf 2666 standardmäßig, wenn ich es recht im Kopf habe. Das heißt, der sollte das, was wir ihm jetzt zumuten, eigentlich hinkriegen. Und dann schauen wir jetzt mal. Okay, er schafft's nicht. Das war dann doch zu viel für den RAM. 3000 MHz. Wenn er das nicht schafft, dann bin ich aber enttäuscht. Ja, wer sagt's denn? So, wir könnten theoretisch hier schon mal wieder rübergehen. Was haben wir hier denn für eBay-Schnäppchen? Ich weiß, da haben wir im letzten Part nicht so wirklich reingeschaut. Aber ist schon okay. Meistens sind die Sachen sowieso nicht interessant. Gerade bei unserem Budget können wir uns das meiste nicht leisten. Und selbst wenn wir es uns leisten können, wir haben gebrauchte Hardware da. Das ist nicht das Problem. Wir brauchen eher günstige neue Hardware, weil die meisten Leute hier keine Gebrauchtsachen von uns abnehmen wollen. So, 110 FPS, das ist schlechter als die zwei 1080 Ti's waren tatsächlich. Garantiere aber nicht, dass das auch in Real Life so wäre. Okay, hier haben wir wieder ein Upgrade. Lesen wir mal kurz. Hey, mein PC ist derzeit einfach nicht schnell genug. Grafikkarte muss definitiv aufgerüstet werden. Hierfür zwei Grafikkarten. Okay, dann können wir wahrscheinlich schon mal nichts mehr machen. Obwohl, da ist eine 1070 drin. Wir können zwei I.O.-Wasserkühlung, okay. Okay, ich habe eine Idee. Wir machen zwei 1080er rein, weil da haben wir noch welche da. Dann können wir hingehen und können, ne, Wasserkühlung mit einer I.O. ist überhaupt kein Ding. Das kriegen wir hin, okay. Ich habe im Internet diese I.O.-Wasserkühlung gesehen. So eine will ich. Sieht ein bisschen öde aus da drin. Vielleicht würden ein paar
schwarz-rosanen Kunststoffkabel alles schöner machen. Mein Nachwuchs war dran. Und jetzt bekomme ich ein paar wirklich seltsame Pop-Up-Fenster angezeigt. Herzlich, Posimo. Das heißt, wir brauchen im Grunde wirklich nur eine I.O. Und dass da du ein Corsair Obsidian 900D hast, passt da eigentlich auch alles rein. Interessiert mich aber, passt auch ein 420er rein? Ja. Machen wir uns einfach mal den Spaß, weil wir das Teil sonst sowieso nie verwenden. Und holen uns einen Arctic Liquid Freezer 2 420. Ah, Neuware, das ist erstmal nichts für uns. Du willst auch keine gebrauchten Sachen, aber das hier ist nur ein Reparaturauftrag. Netzteil und RAM ersetzen. Das kriegen wir hin. T-Force Delta. T-Force Delta 8 GB und 3000 MHz. Ne, brauchen wir nur einen. Und dann haben wir es hier Netzteile. 750 Watt ADATA XPG Core Reactor. So, sonst noch jemand, der keine Neuteile braucht. Ah, hallo, ich brauche was repariert. Weiß nicht genau, wo der Hase im Pfeffer liegt. Könnt ihr mal nachsehen, die Lüfter arbeiten alle nicht und auch die Festplatte scheint nicht zu laufen. Ziemlich merkwürdig ist es das Netzteil. Es ist das Netzteil, da bin ich mir sicher. Vielleicht habe ich einen falschen Link angeklickt. Könnten Sie das schnell dazwischen schieben? Das ist bestimmt nicht nur das Netzteil das Problem bei dem Budget. ST1200PT. 1200PT. Können Sie aber mal probieren. So, das hier ist Custom Wasser Kühlung. Das können wir uns nicht leisten. Hier können wir noch das Geld kassieren. Okay, haben wir irgendwas falsch gemacht? Ganz neue Komponenten haben wir doch. Seagate haben wir auch. Naja. Ist okay. Gibt Schlimmeres. So, das können wir nicht mehr machen. Sonst schauen wir aber erstmal gleich und gucken jetzt mal nach dem Ergebnis. 16.212. Gut, wie erwartet haben wir es hinbekommen. Und weg damit. Das war der hier. So, ich habe gesehen, dass hier ein Leistungswert hier jetzt ein Leistungswert von 13.272 erreicht wird und sie haben sogar Teile von Colorful verwendet. Woher wussten sie das? Ich bin Gott. So einfach. Nee, also wir nehmen auf jeden Fall mal das hier. Netzteil können wir hier schon mal reintun. Okay, hatte ich schon reingetan. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es noch ist. Vielleicht ist noch das Mainboard. Tendenziell würde ich sagen, das ist es noch. Schauen wir mal, wenn wir den PC da haben. Vielleicht ist es das hier nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Oh, und wir haben die i7s freigeschaltet. Sehr schön. 11.700 K und KF und halt ne, den ohne. So, sonst bin ich mir noch unsicher, was wir noch machen müssen oder am besten machen sollten. Football Manager 2017. Ja. Das hier wäre halt Custom Wasserkühlung und das hier oben halt nicht. Deswegen könnten wir hier halt noch einen PC zusammenschrauben. Ah, einen neuen PC. Ja, das Allerwichtigste ist, läuft Football Manager 2017 darauf. Während 11 Tagen ein annehmbarer Termin, versuchen sie es gar nicht mehr, irgendwelche Gebrauchteile unterzujubeln. Ich will ausschließlich Neuware. Komponenten von Team Group sollen ja ganz großartig sein. Mit besten Grüßen, Emma Begemann. Ah, hopp, das kriegen wir hin. Football Manager. Ja. Gerade so.
Schade, so kriegen wir das hin, denke ich. Haben wir hier noch bei... Ich bin mir immer so unsicher. Ich glaube, bei Grafikkarten hatten wir nichts Neues da. Nein. Schade. Jetzt hätte ich gerne da so ein bisschen was davon genutzt, was wir da haben. Aber naja. Dann eben nicht. So ein ganz billiges System wollen wir ja jetzt auch nicht machen. Was wäre denn da mal angebracht? Rettet Exilinus? Nein. Das ist immer so das Schwierige, wenn man so viel Auswahl hat. Man kann sich genau dann nicht entscheiden. Wir könnten auch mal wieder das PCO11 Dynamic nehmen. Theoretisch, aber da haben wir so hohe Lüfterkosten. Obwohl, wir haben ja ein paar Lüfter hier. Ja, nehmen wir das doch mal. Wir haben ja Lüfter hier eigentlich gerade, also sollte das klar gehen. So, bei Netzteil sagen wir einfach mal 850 und Adata. Dann bei der SSD bleiben wir bei der Adata SSD, die wir sowieso immer einbauen. Hier können wir jetzt aber schon mal sagen, gönnen wir uns was, weil, naja, die Person zahlt es ja auch. Und wir können es momentan auch leisten uns. Also, Fettgönnung. Und hier wahrscheinlich auch, also zumindest für Gaming. Das heißt, ein... Wow, der 11.700k ist halt super teuer. Der ist halt nicht viel günstiger als ein 5950X und der ist halt... Also, ja, man kann halt nicht sagen, dass der 5950X sich verstecken muss vor einem 11.700k. In keinster Weise. Gut. X570. Godlike. Könnte man natürlich machen, aber nee. Wie wäre es mit einem X570 Aorus Extreme? Warum nicht, ne? Bei Kühlung. Brauchen wir natürlich auch irgendeine Aione. Große. Ich bin mir gerade aber nicht sicher, welche wir da nehmen wollen. Nehmen wir mal die Invin SR 36 Pro. Dann RAM. Brauchen wir natürlich RGB-RAM. Was sollen wir sonst nehmen? Also ich bin gerade kurz am Durchgehen. Sonst haben wir ja jetzt alles schon drin für den Bild. Das heißt, wir können im Grunde das restliche Budget beim RAM raushauen. Eins, zwei, drei, vier. Ah, ist doch ein solider PC. 6900 XT, 5950X. Kann man machen. Gut, vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Saft nehmen sollen hier. Weißt du was, das ändern wir auch gerade mal und sagen, da nehmen wir einfach mal ein Corsair 1000. So. Mehr ist nicht drin. Weil, ja, wir haben vielleicht an wichtigen Punkten Geld ausgegeben. Ja, ich weiß, Mainboard ist wichtig, aber man braucht kein $700 Mainboard. Auch nicht, wenn man so krasse Hardware sonst nimmt. Wenn man nicht übertaktet zum Beispiel, wird es überhaupt... Ja, vielleicht für andere Punkte, ja, aber für die meisten Leute braucht man nicht so ein Mainboard. Aber das ist... ein Thema für eine andere Stelle. So, kaufen wir das Ganze einfach mal und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part hier von PC Building Simulator. Lasst mir doch noch gerne ein Abo da, wenn euch dieser Part hier gefallen hat und ihr den nächsten nicht verpassen wollt. Übrigens auch natürlich gerne ein Like und dann sehen wir uns dann zurück hier wieder bei PC Building Simulator und bauen diesen PC, den wir gerade gekauft haben.
Bis dann und ciao.